Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. In der Corona-Pandemie gibt es trotz Lockdown und Impfstart noch kein Licht am Ende des Tunnels. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, brachte heute wegen der anhaltend hohen Fallzahlen sogar Nachschärfungen bei den Einschränkungen ins Gespräch. Es sei klar geworden, dass die Menschen die Maßnahmen nicht so einhielten wie bei der ersten Welle. Auch Politiker fordern inzwischen einen längeren Lockdown. Das RKI meldete heute 25.164 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 1.244. Das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie. Es wird wieder mehr getestet nach einem starken Rückgang um die Weihnachtszeit. Und viele Tests haben ein positives Ergebnis. Die Zahl der Neuinfektionen geht nicht zurück wie erhofft. Für RKI-Chef Wieler ein Anlass, alle aufzufordern, Kontakte stärker zu beschränken. Ich kann wirklich nur alle aufrufen, und zwar eben nicht nur alle Menschen und Bürger in unserem Land, dass sie sich entsprechend verhalten, sondern eben auch alle Verantwortungsträger, die ja bestimmte Rahmenbedingungen geben, zum Beispiel in Betrieben, in Firmen. Es ist die Möglichkeit, dass man hier und da einfach noch ein bisschen nachschärft. Besonders die Lage in den Krankenhäusern sei besorgniserregend, betont Wieler. Sie seien bereits bis zu einem kritischen Punkt ausgelastet. Das Durchschnittsalter der Intensivpatienten sinke, liege derzeit bei etwa 60 Jahren. Um eine echte Verbesserung der Corona-Lage in Deutschland zu erreichen, haben Wissenschaftler Modellrechnungen gemacht, mit einem eindeutigen Ergebnis. Dass die Regeln, die dazu führen, dass weniger Kontakte stattfinden, einfach verschärft werden müssen. Das sind die Vorhersagen der Modelle. Und die sind sich alle einig, dass das massiver und effektiver passieren muss, damit wir in eine Phase kommen, in der die Inzidenz halt substanziell und schnell runtergeht. Große Hoffnungen setzt das RKI in die Impfungen, sie seien wirkungsvoll und sicher. Das bestätigt das Paul-Ehrlich-Institut, das auch die Nebenwirkungen dokumentiert. Erwartet werden Nebenwirkungen intensiver Art, häufigerer Art, ähnlich wie bei den Grippeimpfungen, vorwiegend bei Jüngeren und nach der zweiten Dosis. Aber diese sind alle vorübergehend, setzen keine Schäden. Allerdings gäbe es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, ob Geimpfte andere anstecken könnten. Um Familien in der Corona-Pandemie weiter zu entlasten, hat der Bundestag die sogenannten Kinderkrankentage aufgestockt. Pro Elternteil von 10 auf 20, für Alleinerziehende von 20 auf 40 im Jahr. Damit sollen zu große Einkommenseinbußen vermieden werden, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben und die Eltern zu Hause betreuen müssten. Das Kinderkrankengeld wird von den gesetzlichen Kassen gezahlt. Es beträgt 90% des Nettoverdienstes. Nicht nur für Eltern sind die geschlossenen Schulen eine Herausforderung. Viele Schülerinnen und Schüler machen sich Sorgen um ihren Abschluss und ihre Noten, sollten die Schließungen noch lange andauern. Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz Ernst will ein Notabitur auf jeden Fall vermeiden. Sie werde sich mit den Vertretern der Bundesländer austauschen, wie die Standards unter Corona-Bedingungen beibehalten werden könnten, sagte Ernst der Zeitung Welt. Bildungsverbände fordern wohlwollende Regelungen. Verwaiste Klassenzimmer nahezu bundesweit seit knapp einem Monat. Bildungsverbände fordern mehr Flexibilität bei der Beurteilung der Lernenden und auf ein Sitzenbleiben in diesem Schuljahr zu verzichten. Was uns wichtig ist, dass jetzt der Druck genommen wird, der Leistungsdruck, jetzt für Klausuren arbeiten zu müssen. Bei den Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs herrscht Sorge, dass ihr Abschluss einer mit Makel sein könnte. Wir haben knapp 4 Monate keinen Unterricht gehabt, also auf jetzt 11. und 12. Klasse verteilt. Und allein schon da sieht man eigentlich, dass es im Vergleich zu den anderen Abiturjahrgängen kein faires Abitur mehr sein kann. Einen generellen Corona-Bonus oder einen Verzicht auf Prüfungen sollte es trotz erschwerter Bedingungen beim Abitur nicht geben, so der Philologenverband. Ich fordere ein vollwertiges Abitur. Aber man kann dieses flexibel gestalten, indem Termine nach hinten geschoben werden, mehr Auswahlmöglichkeiten für Klausurthemen gegeben werden und auch in der Breite gegebenenfalls Abstriche gemacht werden, aber nicht in der Tiefe. Auf die Kultusminister warten also noch eine Menge Hausaufgaben. Deren neue Präsidentin Ernst sagte der Zeitung Die Welt, ein Notabitur hätte fatale Folgen.
Die Pandemie hat zu einem Wirtschaftseinbruch im vergangenen Jahr geführt, doch der fällt weniger stark aus als befürchtet. 2020 ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 5% geschrumpft, so das Statistische Bundesamt. Vor allem die Exporte gingen zurück. Viele Firmen verschoben Investitionen. Auch die Verbraucher gaben im abgelaufenen Jahr deutlich weniger Geld aus. Zuletzt war die Wirtschaft 2009 geschrumpft, damals um 5,7%. Der stärkste Wirtschaftseinbruch seit der Finanzkrise 2009 sei der Pandemie geschuldet, so Peter Altmaier. Allerdings sei es im Laufe des Jahres gelungen, durch gezielte Hilfen deren Auswirkungen abzumildern. Und das macht mich optimistisch, dass wir es schaffen können, auch in den nächsten Wochen mit der Pandemie so umzugehen, dass sie den wirtschaftlichen Aufschwung nicht verhindert. Allerdings sei es zu früh, sich auf konkrete Wachstumszahlen festzulegen. Ob und wann Uwe Hauptmann an diesem Aufschwung teilhaben kann, weiß der Hotelier nicht. Er hat seit dem erneuten Lockdown kaum noch Gäste. Von den versprochenen Novemberhilfen hat er bisher nur Abschlagszahlungen erhalten. Das Verfahren sei sehr umständlich. Man soll nicht nur von der Bazooka reden, sondern muss sie dann auch wirklich auspacken und dann wirklich unkompliziert zahlen. Und die Bedingungen sind ja immer schrecklicher und immer aufwendiger. Für viele Beherbergungsbetriebe geht es mittlerweile ums Überleben. Eine aktuelle Umfrage des DEHOGA hat ergeben, dass 75% der Betriebe sich aktuell akut in ihrer Existenz bedroht fühlen und 25% denken bereits ganz konkret über eine Betriebsaufgabe nach. Uwe Hauptmann will auf jeden Fall durchhalten. Er könne es auch schaffen, wenn die Wirtschaftshilfen 2021 wie versprochen ausgezahlt würden. Allerdings dürfe der Lockdown dann nicht noch einmal 4 Monate dauern. Bettina Seidel in Frankfurt. Bislang geht die Bundesregierung von einem Wirtschaftszuwachs von 4,4% in diesem Jahr aus, also von einer Erholung. Wie wird das an den Börsen gesehen? Die Börsen setzen ja schon lange auf ein Comeback der Wirtschaft. Der DAX hat in den vergangenen Tagen und Wochen ja eine regelrechte Rallye hingelegt, sogar die Rekordstände von vor Corona übertroffen. In den USA war das sogar schon im Sommer gelungen. Im Rest Europas ist man nicht ganz so weit. In Frankreich, Italien und Spanien fehlen an den Börsen noch so zwischen 10% und 20% vom Vor-Corona-Niveau. Aber dort ist die Wirtschaft ja auch deutlich stärker eingebrochen als bei uns. In Frankreich und in Italien wahrscheinlich -9%, in Spanien mehr als 12% minus. Der DAX gönnt sich auf dem hohen Niveau seit ein paar Tagen Ruhe. Heute +0,3% auf 13.983 Punkte. Das Prinzip Hoffnung trägt. Vor allem hofft man auf den Impfstoff. Ja, Bettina Seidel, danke nach Frankfurt. Er ist der Erste und der Einzige. Aber auf dieses Alleinstellungsmerkmal hätte Donald Trump wohl gern verzichtet. Als erster Präsident der USA muss er sich zum zweiten Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Mit Stimmen aus beiden Parteien hat das Repräsentantenhaus Anklage gegen ihn erhoben. Begründung: Trumps Rolle als Anstifter bei der Erstürmung des Kapitols vor einer Woche durch einen gewalttätigen Mob. Ein historischer Moment. Nancy Pelosi, mächtigste Demokratin im Kongress, unterzeichnet die Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens. Es ist das 4. in der Geschichte der USA und das 2. für Präsident Trump. Zuvor hatten Abgeordnete beider Parteien im Repräsentantenhaus debattiert, dort, wo sie sich vor einer Woche vor gewalttätigen Eindringlingen verschanzen mussten. Das waren inländische Terroristen, aber sie kamen nicht aus einem Vakuum. Sie wurden hier vom Präsidenten hergeschickt, mit dem Ausruf zu kämpfen wie die Hölle. Anders als beim ersten Impeachment unterstützen 10 republikanische Abgeordnete eine Amtsenthebung. Die Mehrheit der Republikaner lehnt ein Verfahren wenige Tage vor dem Präsidentschaftswechsel dennoch ab. Eine Amtsenthebung wird die Flammen der Parteispaltung weiter anfachen. Das heißt nicht, dass der Präsident frei von Schuld ist. Das Verfahren zu einem möglichen Amtsentzug liegt jetzt im Senat, soll nach Willen der Republikaner aber erst nach der Vereidigung Bidens beginnen. Angesichts großer Sicherheitsbedenken wendet sich Präsident Trump mit einer Videobotschaft aus dem Weißen Haus an seine Anhänger. Ich kann nur betonen, dass es keine Gewalt, keinen Gesetzesbruch, keinen Vandalismus geben darf. Bis zu 20.000 Nationalgardisten sollen am kommenden Mittwoch Bidens Vereidigung schützen.
Es ist eine Hoffnungswahl für die Menschen in Uganda. Sie entscheiden heute über das neue Parlament, vor allem aber über den neuen Staatschef. Seit 35 Jahren regiert Amtsinhaber Museveni schon das Land. 10 Kandidaten treten gegen ihn an. Unter ihnen auch ein 38 Jahre alter Popstar, auf den vor allem die jungen Menschen ihre Hoffnung setzen. Uganda liegt im Osten Afrikas und hat etwa 43 Millionen Einwohner. Seit 1986 steht Museveni an der Spitze des Landes. Experten kritisieren Korruption und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Lange Schlangen an den Wahlstationen in der Hauptstadt Kampala. Trotz angespannter Sicherheitslage wollten viele Uganda ihre Stimme abgeben. Seit Mittwochabend ist der Internetzugang weitestgehend gesperrt. Es ist sehr beunruhigend, denn wir bekommen keine Informationen und keine Neuigkeiten. Herausforderer Bobi Wine griff den Präsidenten dafür scharf an. Es ist eine der vielen Bemühungen Yoweri Musevenis, sicherzustellen, dass die Wahl im Dunkeln stattfindet. Bei dieser Wahl steht Präsident Museveni unter Druck wie selten zuvor. Seit 35 Jahren ist er im Amt, befriedete und stabilisierte einst Uganda. Doch viele junge Menschen finden, er sei zu lange an der Macht. Viele sind arbeitslos, wollen Veränderung im Land. Ihre Hoffnung? Der Musiker und Abgeordnete Bobi Wine. Er und andere Oppositionspolitiker wurden im Wahlkampf immer wieder festgenommen. Im November gab es danach Ausschreitungen und Proteste. Die Sicherheitskräfte reagierten hart, mehr als 50 Menschen starben. Die UN ermahnten Uganda, die Wahl solle fair und gewaltfrei ablaufen. Wir brauchen keine Belehrungen von irgendjemandem über irgendetwas. Es gibt nichts, was wir nicht wissen. Das Auszählen der Stimmen hat begonnen. Die Angst vor einer Eskalation im Land ist groß. Trotz Kälte und Schneetreiben, norddeutsch unterkühlt, ging es gestern Abend wahrlich nicht zu in Kiel. Im Gegenteil, rund um das Stadion feierten die Fans von Holstein Kiel spontan den Triumph ihrer Mannschaft gegen Bayern München. Denn vor Corona-bedingten leeren Rängen hatte der Zweitligist den Titelverteidiger aus dem DFB-Pokal geworfen. Das Winterwunder von Kiel. Für eine Nacht ist alles andere fast vergessen. Holstein! Ihr seid super geil! Schluss mit norddeutscher Zurückhaltung. Holstein im Rausch einer Fußballsensation. Da fehlen fast die Worte. Ich habe jetzt gerade in der Kabine viele verwirrte Menschen getroffen. Insofern muss ich es kurz halten und auf wenige Worte begrenzen. Außerordentliche Leistung meiner Mannschaft. Es beginnt alles noch relativ normal. Der haushohe Favorit geht nach 14 Minuten in Führung. Serge Gnabry profitiert vom Fehler des Kieler Torwarts Gelios und von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Gnabry stand im Abseits, trotzdem 0:1, zum Ärger von Kiels Coach Ole Werner. Aber der Außenseiter hält gut mit. Ein langer Ball nach 37 Minuten. Finn Bartels gegen Neuer. Und Bartels trifft zum Ausgleich. 1:1. Münchens Defensive wackelt wieder mal. Die zweite Hälfte, 3 Minuten alt, und der Trippelsieger der vergangenen Saison ist wieder vorn. Leroy Sané perfekt getreten, perfekt getroffen. 1:2. Es läuft die 4. Minute der Nachspielzeit. Kiel mit dem letzten Angriff und der Ball ist drin. Hauke Wahl, der Kapitän. Tatsächlich noch der Ausgleich für Holstein. Die Gastgeber wachsen über sich hinaus und zwingen München erst in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen. Je 5 Spieler treffen sicher, dann scheitert Marc Rocker an Kiels Johannes Gelios. Finn Bartels nutzt anschließend seine Chance, die Sensation perfekt zu machen. Holstein Kiel schreibt Pokalgeschichte, während Bayern München den Abend in der Stadt an der Förde in sehr schlechter Erinnerung behalten wird. Er war ein Teil des Magier-Duos Siegfried und Roy. Jetzt ist Siegfried Fischbacher im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Jahrelang hatten die beiden Deutschen mit ihren weißen Tigern das Publikum in Las Vegas begeistert. Nachdem eines der Tiere Siegfrieds Partner Roy bei einem Auftritt angegriffen und schwer verletzt hatte, zogen sich beide weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Roy Horn war bereits im Mai an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Und zum Schluss der Sendung ein Blick auf das Wetter und auf die Aussichten. Morgen viele Wolken, im Norden und Osten Schneeschauer, Glättegefahr. Im Süden zum Teil unwetterartige Schneefälle, später gebietsweise sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen -5 und +3 Grad. Und das war's für jetzt. Gleich im Anschluss geht es weiter mit Brisant. Um 20 Uhr haben wir eine neue Tagesschau für Sie. Ihnen noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen.